Jovetamanfitz, noch keine Meisterschaft, aber es wird sowieso nächste Woche klappen gegen einen Traditionsverein, aber Bayern wird die 3 Punkte nehmen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind alle traurig, dass wir haben es heute nicht geschafft. Ehrlich zu sagen, wir haben es auch nicht verdient. Heute waren wir nicht auf unserem Niveau, aber wie du schon gesagt hast, nächste Woche haben wir zweites Matchball und ja, dann schaffen wir das zu Hause. Bayern hat es eigentlich hier in Leverkusen immer schwer. Wie kommt das? Ja, ich meine, Leverkusen ist eine richtig gute Mannschaft, die sind spielerisch stark, haben auch super individuelle Spieler und ja, die haben auch keine Angst, mit Ball zu spielen. Normalerweise voll viele Mannschaften gegen uns stellen uns einfach hinten und wollen gar nichts probieren und es ist einfach nur die Frage der Zeit, wann sie das erste Tor bekommen und hier in Leverkusen, wir wissen, das ist so eine Mannschaft, die spielerisch schon stark ist und der einfach Fußball spielen will. Selbst hast du diese Saison welche Verletzungen, das ist immer nicht so einfach, um dann zurückzukommen. Trotzdem stehst du wieder hier, jeder hat auf ein Tor von dich gehofft in die letzten 20 Minuten. Ja, ich meine, ich bin froh, dass ich gesund bin. Klar, war nicht das Leichteste für die Saison für mich, aber ja, ich bin einfach glücklich, dass ich jetzt wieder fit bin, habe keine Probleme und freue mich einfach auf nächstes Spiel, auf unser Meistertitel und natürlich auf die nächste Saison. Letzte Frage von mich. Wie wirst du zu WM in Neuseeland und Australien hinschauen, nach die Mannschafts Freunden oder wie? Ja, auf jeden Fall. Ich würde es probieren, so gut es geht, die Spiele von meinen Mitspielern zu gucken. Ich glaube, mit Zeitumstellung wird das schon ein bisschen schwerer und mit Übertragung, wir wissen jetzt auch gar nicht, was da wird. Aber ja, ich würde auf jeden Fall Deutschland, England, Norwegen, Japan unterstützen. Und glaubst du, du qualifizierst dich mit serbischer Nationalmannschaft für EM? Ja, auf jeden Fall. Das ist mein allergrößter Traum, würde ich sagen, bei einem so großen Turnier mit serbischer Nationalmannschaft zu spielen. Ich habe es auch gesagt, dann kann ich auch mit Fußball aufholen, wenn ich das schaffe. Und bis dann einfach, ja, auf jeden Fall, wir geben alles. Wir haben eine richtig gute Mannschaft, richtig gute Teamspirit und ja. Und dann mal gegen Belgien. Gegen Belgien, natürlich, kein Problem. Dann sehen wir uns wieder. Ja, danke, Luke. Ciao.